Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, meinem Monatsrückblick März, denn es gab im März ja keine Bücherwochen und es wird jetzt auch noch keine Bücherwoche allein für die letzte März-April-Woche geben. Ich werde jetzt zwei Bücherwochen jetzt zusammennehmen und euch dann nächste Woche eben eine Bücherwoche mit zwei Wochen präsentieren, sodass wir dann ein bisschen irgendwie in diesen normalen Rhythmus, sag ich mal, zurückkommen. Aktuell habe ich noch nicht so richtig zu meiner Leseroutine zurückgefunden. Ist aber auch gar nicht schlimm, muss ich auch ganz klar sagen. Ich genieße dann zum Teil eben auch einfach Serien oder Filme und das wird sich jetzt auch im März-Rückblick so ein bisschen zeigen, dass ich da doch auch tatsächlich viele Filme geschaut habe oder auch Serien für mich entdeckt habe. Ich habe im März 8 Bücher gelesen bzw. tatsächlich auch viel gehört. Ich glaube insgesamt 4 oder 5 Hörbücher, also mehr gehört als gelesen, wobei es liegen 3 echte Bücher hier. Jetzt will ich gerade, ob irgendwas ein E-Book war. Nein, ich glaube tatsächlich ein Hörbuch. Also 3 echte Bücher und 5 Hörbücher. Habe einiges an Serie und Filme geschaut. Und das machen wir, denke ich, dann eher so nach hinten, dass wir mit den Büchern starten. Ja, mein Monat März hat ja mit nicht so guten Dingen begonnen. Und als so der erste Schock vorbei war und ich trotzdem einfach irgendwie Ablenkung im Kopf brauchte, habe ich zu Harry Potter gegriffen. Ich habe Band 1 und 2 angehört, habe mich direkt zu Hause gefühlt und habe gemerkt, wie gut mir das getan hat. Ich bin ein großer Potterhead, ich liebe die Geschichten, ich liebe die Filme und das ist für mich immer wie nach Hause kommen und ja, fühlt sich einfach immer gut an und ist eine wunderbare Ablenkung gewesen. Ich habe die ersten beiden Bände direkt hintereinander weggehört, vertont ja von Rufus Beck. Und ich glaube, ich muss zu Harry Potter gar nicht mehr viel sagen. Es ist eben für mich eben einfach eine Heimkehr und hat ja meine Gedanken eben dann doch auch oft einfach mal stillschweigen lassen, wenn man das so sagen kann. Ich möchte auf jeden Fall dann auch weiterhören, werde mir jetzt vielleicht dann auch einfach jeden Monat wieder einen Band vornehmen, so rereade ich das ja sehr häufig und werde da eben einfach so jetzt nach und nach einfach die Hörbücher wieder anhören. Es war nicht geplant in diesem Jahr, weil ich eigentlich zwei, drei andere Bücher als Reread so im Blick hatte oder auch rein, aber die aktuelle Situation hat es dann einfach ergeben. Das erste echte Buch, zu dem ich dann gegriffen habe, war Stephen Kings Später. Ist ja jetzt ganz neu auch Mitte März erschienen. Ist ein knapp 300 Seiten Buch, glaube ich. Ich glaube, so viel mehr hatte das gar nicht. Und wir haben ja auch im Kingsiana Hangout schon ein bisschen drüber gesprochen. Und für mich ein absolutes Highlight. Ist ein Rezensionsexemplar, das findet ihr immer unten in der Infobox, was ein Rezensionsexemplar ist oder nicht. Auch die Infos zu den Büchern findet ihr hier unten. Und 300 Seiten sind ja eher untypisch für ein Buch von Stephen King. Er hat natürlich Kurzgeschichten und Novellen, aber in der Regel sind seine Geschichten doch ein bisschen länger. Wir treffen hier auf den jungen Jamie Conklin, der uns im Grunde im erwachseneren Alter seine Geschichte erzählt, seine Kindheit und auch seine Jugendzeit. Und da ergibt sich dann eben auch der Titel daraus, in dem eben Jamie auch immer von später spricht. Jamie hat relativ früh festgestellt, dass er Tote sehen kann und auch mit ihnen sprechen kann. Und das Besondere an dieser Kommunikation ist, dass die Toten ihm auch die Wahrheit sagen müssen. Seine Mutter Tia arbeitet als Literaturagentin und er weiß auch nicht so richtig, wer sein Vater ist. Es gibt noch einen Onkel, der krank ist und eines Tages hat eben, verliert seine Mutter ihren besten Autoren, der stirbt. Und die Geschichte ist noch nicht ganz niedergeschrieben und hier soll dann Jamie eben auch mit unterstützen und den Übersetzer spielen. So ist zumindest der Klappentext betitelt und man könnte jetzt meinen, dass sich das alles um diese Geschichte dreht, so ist es aber überhaupt nicht. Wir haben viele kleine Einzelgeschichten, Episoden, die eben auch die verschiedenen Toten erzählen, auch diesen Kontakt, die dann Jamie da eben sucht. Und bis es dann eben auch zu einem Totenkontakt gibt, der so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Jetzt
habe ich mich natürlich selbst gefragt, und das könnte man sich jetzt auch als Zuschauer fragen, wie komme ich denn dazu, so ein Buch gerade in so einem Monat irgendwie zu lesen? Ich muss tatsächlich sagen, dass mich das gar nicht gestört oder irgendwie getriggert hat, wie man ja so schön sagt. Ganz im Gegenteil, Stephen King hat es mit seiner wirklich diesmal kurzen, knappen, knackigen Art geschafft, mich in eine Sogwirkung zu ziehen, vieles aus dem echten Leben für mich auszublenden. Also er hat mich wirklich in seine Geschichte hineingezogen und ich fand die wirklich toll. Also für mich ist das eine total spannende Geschichte, hat auch einen sehr modernen Stil, denn Jamie als Charakter spricht auch mit uns, dem Leser. Und es gab sogar immer mal Prisen von feinem, wunderbaren Humor. Und es gab wirklich den ein oder anderen Moment, wo ich laut aufgelacht habe und dachte, wann hat mich Stephen King denn mal wirklich so zum Lachen gebracht? Ganz niedlich fand ich auch, dass Jamie immer wieder betont, dass es sich hier um eine Horrorgeschichte handelt. Das fand ich auch immer wieder mega, diese Einschübe von diesen Geschichten oder diesen Hinweisen. Stephen King hat hier wirklich diese vielen kleinen Geschichten zu einem Buch gemacht, das sehr abwechslungsreich war, das eben auch unfassbar modern war. Natürlich muss ich sagen, der Kritikpunkt ist bei mir, und da schließe ich mich Paddy an, dass es einfach zu kurz war. Ich hätte mir hier durchaus auch ein 600-Seiten-Buch vorstellen können, was dann die Charaktere vielleicht noch mehr hervorgehoben hat, beziehungsweise tiefer in die Charaktere gegangen wäre. Man muss aber natürlich schon sagen, wir haben hier wirklich nur eine sehr geringe Anzahl an Charaktere und diese Studien, die ja Stephen King sehr gut, sage ich, kann, die kommen hier natürlich trotzdem zum Vorschein. Er bringt vieles sehr, sehr schnell auf den Punkt, hat wenige Aufschweifungen, wie man es ja sonst von ihm kennt und ich persönlich ja auch mag. Fand das hier tatsächlich ein bisschen schade, dass manches ein bisschen kurz kam. Was ich unfassbar gruselig fand oder ja, war im Grunde so diese Tatsache, vielleicht sehen wir ja auch alle Tote und wissen es einfach nicht, weil die Toten eben nicht aussehen wie die klassischen Geister, wie man sie oft mal in Filmen kennt, die dann irgendwie durchsichtig sind und die im Nebel umgibt oder irgendwie was. Und vielleicht können wir das und wissen es einfach gar nicht, weil wir die eben auch nicht von den Lebenden unterscheiden können. Also das war so für mich ein persönlicher Gruselfaktor, wo ich doch immer mal so überlegt habe, was wäre denn tatsächlich, wenn. Das Ende ist nicht so ganz mein Ende. Ich finde jetzt nicht, dass es schlecht ist. Ich hätte mir irgendwie ein bisschen trotzdem was anderes erwartet. Auch eine Wendung, die dann gegen Ende passiert, hätte es für mich nicht geben müssen. Ich fand es aber tatsächlich einen Highlight King oder ich sag mal ein Highlight Buch und auch ein King, der für mich definitiv in die Top 10 wandert. Auch gerade durch die moderne Sprache, den Humor und einfach so mal diese andere Art. Also man merkt, dass das King sich hier einfach mal wieder an einem anderen Stil versucht hat und das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat und mir dadurch wirklich sehr viel Freude bereitet hat. Und trotz des etwas vielleicht kontroversen Themas gerade, was auch bei mir im März los war, hat es sich trotzdem irgendwie nicht merkwürdig angefühlt. Und ich glaube, das hätten in dem Moment, glaube ich, nur tatsächlich sehr, sehr wenige, wenn nicht gar wirklich vielleicht nur King und ein, zwei andere irgendwie schaffen können. Von mir wirklich eine Empfehlung und tatsächlich auch ein Einsteiger-King, nachdem wir Kingsianer ja auch öfter mal gefragt werden, obwohl es eben kein klassischer Stephen King ist. Also man kann jetzt nicht sagen, wenn man später mag, wird man auch andere Geschichten von ihm mögen, die eben dann ausschweifender sind. Aber ich glaube schon, dass man einfach mal sagen kann, das Buch kann man wirklich jedem, der zumindest so ein bisschen Horror irgendwie mag, auf jeden Fall empfehlen. So ein bisschen parallel als Hörbuch habe ich dann Sprache und Sein gehört von Kübra Gümüşsey. Ich hoffe, man spricht das so aus. Eine Empfehlung einer Freundin, die es glaube ich auch vor kurzem erst gelesen hatte und ich es mir dann als Hörbuch, es war so ein 2:1 Angebot geholt hatte, habe ich mir bei Audible besorgt gekauft, zusammen mit einem anderen Hörbuch, das ich dann auch gehört hatte. Ja, die Autorin ist 1988 geboren, ist gläubige Muslima, Feministin, sie ist auch Mutter, Aktivistin, ist Bloggerin und auch Journalistin, also wirklich ein großes Rundumpaket, was diese Frau alles so leistet und sich auch einbringt in die Gesellschaft. Ihr Buch entstand, so hat sie es gesagt, weil sie eine Sehnsucht hatte, beschreiben zu wollen und eben nicht ständig über ihre Identität zu sprechen, beziehungsweise sie wollte eben auch darauf aufmerksam
machen, dass sie eben selbst nicht immer darauf aufmerksam gemacht wird, dass sie irgendwie anders ist und nicht in diese Gesellschaft irgendwie passt oder da eben hervorsticht. Sie stellt auch einige Behauptungen auf, dass es eben Rassismus und auch Diskriminierung in der Sprache gibt und dort eben sehr oft beginnt. Sie beginnt also auch ihr Buch mit den Gedanken zur Sprache, was sind Unterschiede, wie hat sich die Sprache vielleicht auch schon entwickelt und was ich auch zu Beginn tatsächlich vom Hörbuch sehr spannend fand und auch sehr unterschreiben kann, weil man merkt natürlich schon, dass gerade vielleicht noch die ältere Sprache wirklich sehr rassistisch war und auch sehr diskriminierend, besonders auch gegenüber Frauen. Wir haben eine sehr männliche Sprache und das fand ich tatsächlich sehr nachvollziehbar und gut von ihr rübergebracht. Sie erzählt uns auch viel aus ihrem Leben, was ich auch ganz spannend und interessant fand, was aber doch ein bisschen für mich auch manchmal zu kurz gekommen ist. Meine Erwartungen waren durch die Empfehlung von meiner Freundin doch, glaube ich, recht hoch. Die konnten aber nicht so richtig gehalten werden. Also ich fand das Buch gut, würde jetzt auch sagen, so irgendwas um die 3 Sterne würde es von mir bekommen. Ich vergebe ja selten tatsächlich Sterne. Ich habe mir hier halt tatsächlich mehr zum Thema Sprache erwartet, wie sie uns prägt, wie diskriminierend sie ist, vielleicht auch mit Beispielen, auch was muss verändert werden, damit eben Sprache das zukünftig nicht mehr tut und eben durch das, wie wir sprechen, sich auch das Denken und dann auch das Handeln verändert, weil man kann durch Sprache und auch Gedanken, ja, das ergänzt natürlich dann auch das Tun und das finde ich ein sehr spannendes Feld und das habe ich auch so ein bisschen davon erwartet, da waren mir aber zu wenig Ansätze drin. Ich fand anfangs wirklich das Thema noch sehr, sehr spannend und gut umgesetzt, doch dann habe ich irgendwie das Gefühl bekommen, dass die Autorin sehr viel gejammert hat und sich auch sehr oft wiederholt hat, also Dinge immer wieder erzählt hat, im Sinne von, wenn ich es oft genug sage, dann wird es auch wahr oder wird wahrgenommen. Für mich hat sie sich auch viel zu oft in eine Opferrolle gesetzt, die ich überhaupt nicht verstanden habe oder nachvollziehen konnte bei all den Tätigkeiten, die die Autorin ja im Grunde macht. Also das heißt, dass sie Journalistin ist, Bloggerin ist, sie ist Feministin, sie setzt sich dafür ein. Und ich habe mich so gefragt, wie kann man sich dann in so eine Opferrolle setzen? Das hat für mich nicht im Bild irgendwie zusammengepasst. Sie stellt sehr viele Fragen, die ich auch durchaus spannend gefunden habe. Ich hätte mich sehr gefreut, verschiedenste Antworten zu bekommen. Die sind aber doch ausgeblieben. Zum Beispiel nimmt sie auch die Kopftuchfrage immer wieder zum Anlass, darüber zu sprechen. Ich hatte aber persönlich das Gefühl, dass sie sich da irgendwie im Kreis gedreht hat und dass sie eben auch sehr oft Gegenfragen gibt anstelle Antworten. Und das, finde ich, ist eine ganz schlechte Argumentation. Also so aller, warum trägst du Kopftuch? Und dann die Gegenfrage, warum sollte ich es nicht tun? Da kann kein Dialog irgendwie stattfinden, kein Verständnis, keine Erklärung, kein Nachvollziehen, sowohl von der einen wie auch von der anderen Seite. Na, also man kann ja auch durchaus die Frage dann zurückgeben, warum trägst du kein Kopftuch? Also ne, das, ich rede da immer von beiden Seiten. Das fand ich tatsächlich so ein bisschen schade. Was ich auch sehr extrem fand und mir viel aufgefallen ist, sind die Verallgemeinerungen, besonders zu den rassistischen Deutschen. Das fand ich nämlich überhaupt nicht gut und ich finde auch, dass Verallgemeinerungen in einem Buch, wo es so ein bisschen um Aufklärung ja auch gehen soll, dass das total fehl am Platz ist und das trägt nicht dazu bei, dass man daraus lernt, dass man, ja, eben, also ich fühle mich halt nicht angesprochen, beziehungsweise mag ich diesen erhobenen Zeigefinger nicht, wo mir dann gesagt wird, ich bin das und das und dann denke ich mir, nee, bin ich nicht. Und ja, ich fühle mich da manchmal vielleicht auch persönlich angegriffen, vielleicht lag es auch einfach an der Situation drumherum und ich mag aber einfach dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht und kann das dann eben auch nicht nachvollziehen und finde das auch nicht gut. Das habe ich ja letztes Jahr auch beim Buch von Alice Hasters kritisiert, dass diese Verallgemeinerung, alle Deutschen sind Rassisten und es hat sich nichts geändert, das mag ich irgendwie überhaupt nicht, weil ich das Gefühl definitiv ganz anders wahrnehme, zumindest in meinem Umfeld, in meinen Kreisen. Ich sehe natürlich auch Fernsehen und weiß, dass es an vielen Stellen nicht so ist. So ist es auch mit der Diskriminierung. Ich kann auch nicht sagen, dass alle Männer doof sind und Vergewaltiger sind. Das ist nämlich auch nicht so. Sowas mag ich tatsächlich nicht. Und ich mag das in solchen scheinbaren Aufklärungsbüchern, wo man eben auch als Leser etwas mitnehmen möchte und vielleicht nochmal zum Nachdenken angeregt werden will. Das macht bei mir tatsächlich so ein bisschen dieses Vertrauen oder dieses, ich möchte daraus was lernen, so ein bisschen kaputt. Es war ein gutes Buch.
Mehr aber auch nicht, auch kein Buch, was ich jetzt irgendwie lange in Erinnerung behalten werde. Aber es war okay und wer sich damit vielleicht mal beschäftigen möchte, kann es tun. Ich hätte mir einfach viel mehr zum Thema Sprache und die Gestaltung dieser so ein bisschen mehr gewünscht. Aber vielleicht finde ich da irgendwie ein Buch, vielleicht habt ihr da auch eine Empfehlung, dann sehr gerne natürlich in die Kommentare. Dann habe ich ein Buch gelesen, auch ein sehr dünnes Büchlein, was auch ein Reread war, und zwar Der Alchemist von Paulo Coelho. Habe ich, glaube ich, vor über 10, 12 Jahren gelesen und fand es damals durch den Hype, hat es zu mir gefunden, so muss ich es sagen. Es hat auch irgendwie gerade gepasst und ich habe so ein bisschen Lust darauf bekommen. Und ja, Paulo Coelho gehört ja zu den erfolgreichsten und wichtigsten brasilianischen Schriftstellern und hat auch schon, wie ich finde, immens viele Bücher geschrieben. Ich habe auch einige schon von ihm gelesen und ich glaube auch zwei Bücher hier noch auf dem Sub. Und ja, wir begleiten im Alchemisten den Junghirten Santiago, der uns ja seinen Lebenswunsch erzählt und wie er Hirte geworden ist. Zudem begegnet er eben auch anderen Menschen und stellt ihnen auch seinen Lebensplan vor und wie er dazu kam. Auch Zweifel begegnen ihm und lassen ihn manchmal auch so ein bisschen verzweifelt zurück. Und eines Tages ja, bekommt er ja im Grunde den Hinweis auf einen Schatz, der zu Füßen der Pyramiden in Ägypten liegt. Und da begleiten wir ihn dann auch auf seine Reise. Das Buch ist sehr kurz und hat einen leichten und auch einfachen Stil, was ich sehr gut und gelungen finde. So kann, finde ich, dieses Buch tatsächlich auch jede lesen und sich etwas aus diesen Weisheiten von Coelho auch herausziehen. Es gibt unfassbar viele Anregungen und Impulse und auch Denkanstöße, wie man ja, im Grunde sein Leben vielleicht mal nicht überdenken, aber darüber nachdenken kann, sich Gedanken machen kann und was ich tatsächlich sehr, sehr gelungen finde. Ich habe viel über den ein oder anderen Satz nachgedacht und auch nach Beendigung des Buches sind mir noch einige Gedanken gekommen, die ich in mir dann eben auch zugelassen habe. Ich habe auch einiges diesmal in der Ausgabe markiert und ja, fand das tatsächlich einen sehr gelungenen Reread. Ganz besonders finde ich wichtig, dass es nicht zu esoterisch ist, sondern dass wir tatsächlich an normalen Lebensbeispielen diese Weisheiten erklärt und rübergebracht bekommen. Ich weiß, dass viele das immer ein bisschen kritisch sehen, aber das empfinde ich in diesem Buch tatsächlich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Allerdings muss ich, und das ist mir beim Reread auch aufgefallen, mir ist es einfach zu kurz, mir ist es an mancher Stelle zu knapp und ich finde es auch, dass das Ende einfach viel zu abrupt ist. Das ist tatsächlich so das, was ich an dem Buch so in Erinnerung habe, dass ich das damals schon so empfunden habe und ich empfinde es eben heute auch noch so. Das hat sich nicht verändert. Dennoch glaube ich, ist Der Alchemist von Coelho ein Buch, was jeder mal gelesen haben sollte, einfach um auch mal diesen Lebensplan, diese Gedanken dazu, wie man auch selbst diesen Lebensplan vielleicht in seine Gedanken bringt und dann in sein Tun bringt, dass man das jeder einfach mal gelesen hat. Also auch wenn es nicht das absolute Highlight mit 5++ Sternen ist, weil ich doch was zu kritisieren habe, aber eher am Stil, nicht an dem, was es rüberbringt, finde ich wirklich, dass dieses Buch jeder mal in Händen gehalten haben sollte und davon schon mal was gehört haben sollte. Ja, es waren jetzt sehr viel sollte, aber ja, dementsprechend von mir definitiv eine Empfehlung. Dann habe ich gehört, das besagte Hörbuch, was es eben zum 2:1 bei Audible gab, und zwar Melanie Rabe über Lady Gaga. Von Melanie Rabe und eben auch gesprochen von ihr. Das fand ich tatsächlich richtig, richtig toll. Ich fand ja schon Kreativität von ihr wunderbar vorgelesen. So eine sympathische Frau, der ich jetzt auch im Podcast sehr häufig gelauscht habe im März und auch einige Folgen nachgeholt habe und mir das wirklich sehr viel Spaß macht. Das ist die 12. Ausgabe der Kiwi Musikbibliothek. Es gibt da eben unterschiedlichste Menschen, die über ihre musikalischen Vorbilder sprechen. Ich habe jetzt ja mir auch noch ein Buch besorgt über Take That, was ich ertauscht habe, worauf ich mich dann auch sehr, sehr freue. Es sind sehr kleine, sehr dünne Büchlein, war auch von der Hörzeit, glaube ich, gar nicht sehr lange, hat aber Melanie Rabe wieder ganz, ganz toll vertont. Es ist im Grunde ein Essay über Lady Gaga und was Melanie Rabe mit ihr verbindet, zu welcher Zeit sie auf Lady Gaga gestoßen ist, was es in ihr ausgelöst hat, in welchen Momenten Lady Gaga immer wieder da war. Und sie erzählt uns eben ihren Teil der Geschichte, aber eben auch sehr viel über Lady Gaga.
unter anderem, ja, wie sie gestartet ist, welche Konflikte es da in Lady Gaga gab, wie sie sich immer wieder neu erfunden hat und im Grunde auch einem breiten Publikum immer wieder bewiesen hat, was sie kann. Und ja, das sind mir dann auch wieder einige Albenrückblicke so gezeigt worden, wo ich dachte, ja, das war echt ein grandioses Album. Also alleine, wenn man an das Jazz-Album mit Tony Bennett zurückdenkt, was ich damals wirklich sehr, sehr gefeiert habe, weil das mal was ganz anderes war. Und aber ich schweife schon wieder so ab. Man merkt schon, dass sie wirklich uns zeigt, wie kreative Menschen wieder Kreativität erzeugen und sie selbst eben auch dadurch kreativ wurde. Und das finde ich so einen wunderbaren Kreislauf, der im Grunde immer wieder fortgesetzt und gezeigt werden kann. Also mit jedem Impuls, den ein Kreativer gibt, kann der nächste Kreative wieder kreativ werden und so weiter. Und das finde ich ist so wunderbar, weil es eben auch zu dem Buch von Melanie Rabe Kreativität passt. Und wir ja alle auch in unserem ganz normalen Alltag eben kreativ sein können und auch sind, ohne es uns immer bewusst vor Augen zu halten. Und das finde ich eben so besonders, wie inspirierend Musik sein kann, Film sein kann, Kunst sein kann im Allgemeinen. Und das hat mir hier großen Spaß gemacht. Also es ist sprachlich sehr leicht, sehr modern, sehr schnell. Und wir bekommen gute Einblicke in das Leben oder in die Passagen, die uns Melanie Rabe präsentiert. Und dann eben auch erfahren wir ein bisschen was über Lady Gaga. Und diese Kombination hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich habe super gerne gelauscht, hatte hier wirklich sehr, sehr viel Spaß mit dem Hörbuch. Und habe dann danach direkt auch das Album mit Tony Bennett einfach mal wieder ein bisschen, also von Lady Gaga mit Tony Bennett, ein bisschen hoch und runter laufen lassen, weil mir das, glaube ich, tatsächlich so mit das Außergewöhnlichste ist, was man von Lady Gaga so ein bisschen hören kann und mir auch immer wieder großen Spaß macht. Dann gab es in der letzten Märzwoche, also um den 22. herum, auf Instagram eine Enthüllung, nämlich, dass Sarah Fischer Adriana Popescu ist. Und ja, ich bin ein großer Adriana-Fan. Ich habe, glaube ich, bis auf zwei Bücher alles von ihr gelesen, egal unter welchem Pseudonym, und war total erfreut, das im Grunde jetzt im Livestream auf Instagram mitzubekommen. Hinter Sarah Fischer steckt Adriana Popescu. Zeilen ans Meer ist als Hardcover, ich glaube, 2019 erschienen. Und anlässlich der Taschenbucherscheinung hat sich jetzt eben ja, Adriana und auch der Verlag gesagt, okay, wir machen dieses geschlossene Pseudonym auf und sprechen darüber. Und natürlich war das Erste, was ich dann an diesem Montag gemacht habe, bei der Thalia meine Taschenbuchausgabe zu bestellen. Und habe mich ja direkt darüber gefreut, als es, glaube ich, auch schon zwei Tage später in Händen hatte und dann auch direkt mit dem Lesen begonnen habe. Also hier wäre, glaube ich, so die zweite von einer Handvoll Autorin, die mich eben in dieser Zeit wirklich zum Lesen gebracht hat und auch so ein bisschen diese Leseroutine, dass ich jeden Tag zu einem Buch gegriffen habe, also dass das so ein bisschen geklappt hat. Wir haben hier ja, Sam und Lena. Lena hat in ihrer Jugend in Australien eine gewisse Zeit verbracht, hat dort das Meer kennengelernt und schreibt am Ende ihrer Reise eine Flaschenpost an das Meer mit einer wahnsinnig wunderschönen Liebeserklärung, von der ich wirklich dachte, das sind ja genau meine Gedanken, meine Gefühle, die Adriana bzw. Sarah Fischer hier in Worte fasst. Also wirklich ein toller Flaschenpostbrief, der mich schon emotional total geflasht und begeistert hat. Eines Tages, ich glaube 15 Jahre später, findet Sam diese Flaschenpost und ist so mutig und schreibt Lena. Und beide fangen jetzt eben an, in einer Art Brieffreundschaft sich von früher zu erzählen, von heute zu erzählen, von ihren Problemen, von ihren Träumen, von ihren Wünschen. Sei es, dass Sam eben auch so der coole Surfer ist, samt eben, dass er das jetzt anderen beibringt, aber da so ein bisschen was in der Vergangenheit auch zu bewältigen hat, was ihm jetzt das Leben ein bisschen schwer macht. Zum anderen eben auch Lena, die mit der Musik aufgehört hat, die auch ja, in ihrem Leben so nicht ganz zufrieden ist, wo es verschiedenste Dinge auch gibt, die noch vielleicht so ein bisschen unaufgearbeitet sind. Ist das ein Wort? Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine.
Und ja, beide teilen sich das eben über Briefe, die wir eben auch nur lesen. Es gibt keine echten Dialoge, sondern wir erfahren nur in Brief oder ab und an mal in E-Mail-Form, was beide sich so erzählt haben und ja, wie das eben ist, auf dieser Entfernung auch irgendwie eine Freundschaft zu haben. Ein Buch, was mich absolut bekommen hat. Also ich liebe den Schreibstil von Adriana. Ich kann das nicht oft genug sagen, egal ob es Jugendbücher sind oder Romane oder hier eben auch mal eine Liebesgeschichte. Ich finde, sie kann das einfach. Sie kann Charaktere zeichnen, sie kann ihnen Tiefgang geben, sie kann ihnen wunderschöne Worte, Dialoge in den Mund legen, Gedanken, Ängste, Gefühle. Das ist wirklich eine große Kunst von Adriana und ist für mich wirklich kaum zu schlagen. Und ich liebe ihre Bücher einfach. Und ich liebe auch ja, im Grunde tatsächlich Zeilen ans Meer, ja, die mich eben auch persönlich so berührt haben, weil ich eben auch eine große, große Liebe an das Meer habe und die auch sehr häufig leider unerfüllt ist, weil gerade auch zur aktuellen Zeit ist das mit dem Meer nicht ganz so und mich immer wieder darin bestärkt, irgendwann mal in nicht allzu ferner Zukunft vielleicht tatsächlich mal irgendwie den Kontinent zu wechseln und mir ein schönes Meer auszusuchen, wo ich dann so auf einer kleinen Insel lebe und ja, träumen darf man. Und diese Liebesgeschichte ist wirklich wunderbar aufgebaut, auch mit Konflikten, die nachvollziehbar sind, mit Ängsten, mit Gedanken, mit Emotionen, wo man so denkt, ja, muss es immer so viel Drama sein? Ich fand das tatsächlich überhaupt nicht. Also ja, es sind natürlich Probleme, wo man sich fragt, wäre schön, wenn das Leben manchmal einfacher, leichter wäre, aber das Leben ist nicht einfach und es ist nicht leicht. Und es gibt eben Probleme, die zumindest zu gewissen Lebensabschnitten unüberbrückbar erscheinen. Und selbst wenn sich das eben dann einfach mal wieder ändert, muss man da eben einfach, ja, man muss da so ein bisschen dranbleiben. Also ein wunderbares Buch, sprachlich richtig, richtig toll. Und ich habe es einfach geliebt. Also ich habe es wirklich sehr gerne zur Hand genommen. Ich konnte mich da komplett einlassen. Ich konnte Emotionen zulassen. Ich habe geschmunzelt, ich habe geweint, ich habe ja einfach mitgefühlt und mitgefiebert, weil es eben auch sehr so einige Spannungsmomente natürlich gibt. Und ich habe mit beiden auch, ja, also ich habe Sam direkt ins Herz geschlossen. Ich wäre, glaube ich, direkt nach Australien aufgebrochen und ja, hätte meinen Wohnsitz dahin verlagert. Sagt sich natürlich so leicht, aber ja, also ein ganz toller Typ. Und das zeigt uns mal wieder, dass jeder Mensch in seinem Leben einen Sam, einen Sam braucht, angefangen von Frodo, weiter über, ja, in Game of Thrones haben wir ja auch einen Samwell Tali und sei es dann eben tatsächlich, es gibt es nicht auch einen Sam bei Supernatural und natürlich nicht zu vergessen, meinen Sam weiß hier. Ne? Also jeder braucht einen Sam, einen Sam und ein tolles Buch, ein Highlight-Buch, was mir unglaublich gut gefallen hat und ja, mich wirklich wieder sehr, sehr begeistert hat und ich froh bin, dass Adriana das öffentlich verkündet hat. Vielleicht wäre ich irgendwann auch so über das Buch drüber gestolpert, aber ja, so, ja, zumindest auf dem zweiten Blick ein Buch, was mich wirklich begeistert hat. Und das letzte Buch des Monats ist dann auch ein Hörbuch, und zwar das neue Buch von David Safir, Miss Merkel, Mord in der Uckermark. Ich habe, glaube ich, soweit ich weiß, ich habe bis auf ein Buch alles von David Safir gelesen. Habe mich hier wieder fürs Hörbuch entschieden. Ich mag die gesprochenen Bücher von David Safir sehr gerne. Großartig war damals plötzlich Shakespeare, wo Christoph Maria Herbst Shakespeare übernimmt. Richtig, richtig toll, war großartig gesprochen. Hier ist die Sprecherin Nana Spier, die ich sehr gerne höre. Ist ja auch eine Synchronsprecherin, die unter anderem auch Sarah Michelle Gellar unter anderem die Stimme gegeben hat und der ich super gerne lausche. Ja, wir treffen hier auf unsere aktuelle Bundeskanzlerin Angela Merkel und die ist eben im Ruhestand und zusammen mit ihrem Mann und ihrem Mops Putin in die Uckermark gezogen und ja, trifft da, ja, nachdem sie sich dann doch nicht so ganz ja, in diesem ländlichen Gebiet so richtig wohlfühlt und ein bisschen eine Aufgabe sucht und merkt, ja, die Ruhe ist ja ganz schön, aber wollen wir das hier wirklich bis zum Lebensende haben, merkt sie doch recht schnell, okay, es ist hier schon eine Möglichkeit, um sich einfach wieder einzufinden. Doch dann passiert ja, ein scheinbarer Mord und Angela Merkel spielt jetzt Sherlock Holmes und möchte diesen Fall irgendwie nachgehen, möchte Dinge herausfinden, geht auf Suche, befragt Leute. Natürlich ist auch die Polizei vor Ort, also
So ganz einfach funktioniert das nicht. Und versucht aber trotzdem, ja, sich so ein bisschen zurückzuhalten, weil sie natürlich sagt, ja, das gäbe riesen Presserummel, wenn das bekannt werden würde. Und so gehen wir eben mit ihr so ein bisschen auf eine Kriminalreise. Ich bin ganz fasziniert davon, dass wir in diesem Jahr schon den zweiten Roman haben, der sich darum dreht, dass eine berühmte Persönlichkeit, im Grunde ein Staatsoberhaupt, sich auf die Suche macht und einen Kriminalfall löst. Wir hatten ja dieses Jahr schon ein Buch über die Queen, die im Buckingham Palace oder in Windsor, ich weiß nicht mehr, einen Krimifall mehr oder weniger gelöst hat. Und wir haben jetzt David Zaffier, der sich eben auch fragt, was wird denn unsere Kanzlerin machen, wenn sie denn ab nächstem Jahr nicht mehr im Grunde irgendwie politisch aktiv ist und wie wird sie ihren Ruhestand im Grunde verbringen. Finde ich tatsächlich ganz spannend, dass diese Idee ja irgendwie in der Luft lag und eben auf ganz unterschiedlicher Weise angegangen wurde. Man sollte hier keinen zu humorvollen Roman erwarten. Es ist definitiv schon ein Krimi, der so ein bisschen gemütlich ist, dieses Cozy, was so in aller Munde jetzt ist, im Grunde aufnimmt und schon den ein oder anderen Schmunzelmoment hat. Ich habe jetzt aber auch gar keine extrem humorvolle Story erwartet. Ich fand so manche Anspielungen auf andere Länderchefs super lustig. Ich mochte es, wie so Details, die wir natürlich auch kennen aus der Kanzlerinnenzeit, dass die im Grunde aufgegriffen wurde, dass über Politiker mal gescherzt wurde, die man kennt, wo eben einfach so Zusammenhänge irgendwie sich zueinander finden. Das fand ich tatsächlich ganz humorvoll. Und hier quietscht der Kater. Was ist denn? Sammy, was los? Aber was ist? Was ist? Ich bin da. Ja, was ist los? Hast du mich gesucht? Na komm. Ja, und da ist er dann auch schon unverkennbar mit lauter Stimme. Das war tatsächlich auch gar nicht meine Erwartungshaltung, dass ich hier eine Komödie lese, also irgendwas, was mich durchgängig zum Lachen bringt, sondern ich wusste schon, dass es in Richtung Krimi geht und habe mich da auch einfach so ein bisschen drauf eingelassen. Ich fand das tatsächlich einen sehr spannenden Fall. Ich mochte es, wie herangegangen wurde, diesen Fall zu lösen, wie eben auch, ja, im Grunde Angela Merkel hier mit Mann und Hund unterwegs war und ja, so normal gezeigt wurde. Es ist ein bisschen schwer vorstellbar, das fand ich ja auch schon bei der Queen, sie sich wirklich so als Privatperson vorzustellen, weil wir natürlich nur dieses öffentliche Bild kennen und das ist ja auch gut so. Und umso faszinierender war es, so eine Vorstellung zu haben, wie könnte sie tatsächlich im Privaten irgendwie sein. Ich fand es einen spannenden Krimi-Fall, der mich eben auch einfach bekommen hat durch diese Leichtigkeit, die nicht so extreme Detektiv-Krimi-Arbeit, das ist ja was ich nicht unbedingt gerne lese oder viel lese. Das fand ich hier aber sehr schön abwechslungsreich, eben mit diesem Hintergrund, dass wir so ein bisschen auch dieses Politische haben, was man eben durch die Protagonistin Angela Merkel erhält. Fand ich richtig schön, fand ich unterhaltsam. Hätte für mich an mancher Stelle vielleicht tatsächlich ein bisschen packender sein können. Es war doch immer mal wieder so ein bisschen gezogener, obwohl das Buch ja gar nicht oder auch das Hörbuch gar nicht so dick so lang war. Das hätte vielleicht den Unterhaltungswert ein bisschen gesteigert, aber ich fand es gut, mich hat es unterhalten und es war ein toller David Zaffier und hat mir sehr gut gefallen. Es kommt für mich nicht ganz an Mieses Karma oder plötzlich Shakespeare ran, aber definitiv in den oberen Rängen oder oberen Plätzen, was die Bücher von ihm angeht und hat mich gut unterhalten, hat auch als Hörbuch eben ganz viel Spaß gemacht. Am Ende des Monats habe ich dann noch mit dem zweiten Band von Nevermore begonnen, kann da jetzt aber also gar nichts zu sagen, weil ich es eben auch dann erst im April beendet habe. Das seht ihr dann im Grunde in der nächsten Bücherwoche, wenn ich die beiden Wochen dann zusammenfasse und da werde ich dann, glaube ich, umfänglich schwärmen und jetzt fiebere ich dem dritten Band entgegen. Aber soweit sind wir ja noch nicht, das sprechen wir nächste Woche drüber. So, da war der Akku aus, aber ich glaube, wir können jetzt direkt mit den Dingen weitermachen, die ich im März geschaut habe. Da es ja nicht immer so mit dem Lesen oder Hörbuchhören geklappt hat, habe ich natürlich ein bisschen Filme geschaut, Serien geschaut und ich habe mit den Gilmore Girls auf Netflix wieder angefangen. Ich habe die ja schon mal vor 2 oder 3 Jahren angeschaut, fand die damals auch ganz gut. Ich weiß, dass ich den Hype nicht verstanden habe und ich verstehe den auch heute nicht so ganz, obwohl ich mich schon sehr wohl in Stars Hollow fühle und auch ja so diese ganzen Nebencharaktere des Städtchens richtig toll finde. Ich mag auch so in den ersten 3 Staffeln Rory und Lorelei super gerne und besonders muss man ja sagen, die Dialoge. Also das ist ja so eine schnelle
Sendung mit so vielen Dialogen, lustigen Dingen, die passieren. Also die gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch dieses Mutter-Tochter-Gespann finde ich richtig toll, auch wenn mich das in manchen Momenten schon so ein bisschen zum Schlucken gebracht hat, weil natürlich sehr klar wird, dass ich solche Gespräche nicht mehr führe und mir da schon nicht immer ganz so leicht gefallen ist. Aber ich habe jetzt 4 Staffeln im März angeschaut und hatte da auch schon Freude dran und hat auch einfach die Gedanken ein bisschen zur Ruhe gebracht. Dann habe ich angezeigt bekommen, dass es die Edelstein-Trilogie auf Netflix gab und ich habe damals die Buchreihe ja sehr, sehr gefeiert. Ist ja eine Jugendbuchreihe, wo es auch um Zeitreisen geht und um immer verschiedene aus den Familien, die unterschiedlichen Geschlechter dann eben auch dieses Gen beinhalten. Und wir treffen ja auf Gwen, die gar nicht so richtig wusste, dass sie die Auserwählte in dieser Generation ist. Dann passieren da so allerhand Dinge und es ist natürlich auch so ein bisschen Romanze mit drin und die erste Liebe und Abenteuer. Und ich fand die Reihe damals von Kerstin Gier super schön. Ich habe die unfassbar geliebt. Und der Film hat mir das tatsächlich ein bisschen kaputt gemacht. Der erste Film war ja noch so okay, aber dann gab es eben auch einfach Dinge und man hat Charaktere ganz anders dargestellt und ich habe den dritten gar nicht mehr im Kino gesehen, sondern habe dann schon beim zweiten gesagt, da kriegt mich keiner mehr ins Kino. Und jetzt ist aber sowohl die Verfilmung schon sehr lange her, dass die lief, wie auch, dass ich die Bücher das letzte Mal gelesen habe. Und ich dachte, schaust du dir das einfach mal an. Das ist nichts, worüber man nachdenken muss, was eben einen auch einfach mal beschallt, sage ich mal. Auch wenn das ja per se normal nicht so meine Art ist. Aber und es war tatsächlich auch okay. Also nach wie vor finde ich die Änderungen, die es gibt und die jetzt nicht mehr ganz so präsent im Kopf waren, aber ich weiß doch bei einigen Dingen, dass das einfach nicht so richtig gut ist. Ich bin auch nicht der größte Fan von deutschen Filmen. Merkt das halt immer wieder, wobei da kommen wir später nochmal dazu. Aber es war schon okay. Also es hat seinen Dienst getan. Es ist jetzt nichts, was man gesehen haben muss. Dann sollte man wirklich lieber die Bücher lesen. Die habe ich definitiv in schönerer Erinnerung. Dann lief auch The Masked Singer. Und es gibt tatsächlich nichts Besseres als banale Dinge einfach mal abends zu machen, die einen ablenken, die einen einfach mal ein paar Stunden so in diesen Bann ziehen. Und das ist eine Sendung, die ich einfach sehr, sehr mag. Würde sie nicht über 3 Stunden dauern, hätte sie nicht eine Stunde Werbung und wenn dann schon in dieser Länge, könnte sie nicht einfach am Wochenende laufen. Also ich finde, dass diese Sendung keine Dienstagssendung ist. Ich weiß auch nicht, was sich da ProSieben immer dabei denkt, auch mit dieser massenhaft Werbung. Und das ist echt was ich nach wie vor unfassbar nervig finde. Und es wird ja schon eine nächste Staffel geben im Herbst. Vielleicht nimmt da ProSieben auch mal irgendwie ein bisschen Kritik an. Zumindest vielleicht, dass es eine Freitagssendung wäre. Na, ich mit dem Dienstag, und es gibt ja doch viele, die auch einmal mit ihren Kindern sich das anschauen, dann am nächsten Tag Schule und so. Also aber es war auch das Finale und ich muss echt sagen, es war eine tolle Staffel, auch mit einer tollen Jury, mit einem tollen Rateteam. Und mir hat das echt Spaß gemacht und auch, dass man besonders, was die Nichtsänger angeht, doch bis zum Schluss gefühlt im Dunkeln getappt ist. Das Finale war ja doch dann sehr sängerlastig, fand ich aber super. Also auch wie man falsche Fährten gelegt hat und fand ich richtig toll. Und am Ende hat ja dann der Dino gewonnen und das war dann tatsächlich auch so ein bisschen mit mein Favorit. Und den fand ich einfach unterhaltsam und toll und auch wie unterschiedlich der einfach unterwegs war, fand ich großartig. Und ich freue mich da definitiv auf Herbst und die nächste Staffel und freue mich da drauf. Dann hatte ich neben Hogwarts auch noch ein anderes großes Heimweh und zwar nach Mittelerde oder besser gesagt natürlich auch ins Auenland. Das ist ja so mein absoluter Wohlfühlort und wir haben mit der Hobbit-Trilogie angefangen, mit der Extended Edition. Ich bin ja kein so großer Fan von der Hobbit-Umsetzung. Ich finde den ersten Teil noch gut und dann hört es aber auch wirklich extrem auf und beim dritten kann ich dann nur noch den Kopf schütteln, was man im Grunde aus der Geschichte gemacht hat und dieser Schlacht und das bringt wirklich meinen Puls hoch
Und wir haben aber gesagt, wir wollen uns Herr der Ringe anschauen und dann gehört für meine Familie auch der Hobbit dazu. Und dann, naja, sagt man ja auch nicht, nee, schaue ich nicht mit. Aber ich merke, wie mich der dritte Teil, kocht wirklich das Blut. Da sind so viele Dinge, die auch einfach nicht stimmig sind mit der Mittelerde-Welt und da rege ich mich wirklich auf. Also man könnte meinen, ich hätte andere Probleme, aber das ist echt was, wo ich Peter Jackson überhaupt nicht verstehe, was er sich dabei gedacht hat. Allein über eine rothaarige Elbin, da wollen wir überhaupt nicht erst drüber sprechen. Aber jetzt wird's, denke ich, im April geht's dann jetzt mal irgendwie dann auch noch mit dem Herrn der Ringe weiter. Und da freue ich mich dann auf jeden Fall auch drauf. Und dann eine wirkliche Überraschung. Eine Freundin von mir hat mir die Serie Kudamm empfohlen. Da gibt es 56, 59 und ganz aktuell 63. Lief wohl auch jetzt im ZDF. Und Staffel 1 und 2 sozusagen kann man auf Netflix schauen. Staffel 3, die neue, habe ich dann in der ZDF-Mediathek angeschaut. Und ich muss echt sagen, ich war positiv überrascht. Also wir sind hier in Berlin am Kudamm, also am Kurfürstendamm. Und im Jahre 56 und haben hier im Grunde eine Frau, die eine Tanzschule hat und drei Töchter. Im Grunde zwei davon im heiratswilligen Alter. Und die möchte eben für ihre Töchter nur das Beste. Die sollen Ärzte heiraten, Anwälte und so weiter. Und sie will die eben gut untergebracht wissen. Ihr Mann ist im Krieg gefallen, kam auch nicht mehr wieder. Wir sind ja doch 10 Jahre danach. Und wir begleiten jetzt so ein bisschen diese Frauen, so unterschiedlich sie sind, mit ihren Lebensgeschichten, mit den Tabus der damaligen Zeit, mit den Problemen, die das gab, mit dem Frauenbild, der Veränderung von dem, den ganzen politischen Drumherum. Und sind im Grunde so ein bisschen in dieser Zeit unterwegs, auch was so ein bisschen Rock'n'Roll und Soul angeht, und aber auch die Schlagerszene und super umgesetzt, bildhaft, wirklich großartig, Kostüm on point, gefällt mir unglaublich gut. Und wenn man schon öfter in Berlin und auch im Kudamm war, ist tatsächlich auch ganz schön, dass man sich dieses Bild so vorstellen kann, wo war diese Tanzschule oder wo ist diese Tanzschule, und sich das drumherum so schön vorstellen kann. Und also es ist richtig, richtig toll gemacht. Hat mir unglaublich gut gefallen und ich habe die auch wirklich relativ schnell weggesuchtet und dann auch in der ZDF-Mediathek mir angeschaut und war wirklich überraschend. Ich war auch sehr angetan, auch von den Schauspielern, auch von diesem Zusammenspiel, dann so ein bisschen was die Musik angeht und auch die Kostüme und so, richtig, richtig toll. Und man fühlt sich wirklich zeitgereist in diese Zeit zurück und das hat mir wirklich super gut gefallen und hat mich sehr begeistert. Es gibt wirklich viele Dinge, die eben zu der damaligen Zeit war, wo man irgendwie froh ist, dass es heute anders ist. Also alleine, wenn man an die Hausarbeit denkt und dann wirklich die Frauen begeistert sagen, ja, das ist Frauenarbeit und das darf kein Mann machen, oder wenn es ums Autofahren geht, dass man da seinen Ehemann fragen musste und solche Dinge. Also ich bin da sehr über die Emanzipation der Frau froh, dass ich solche Dinge nicht mit irgendeinem Mann besprechen muss, sondern einfach das für mich entscheiden darf. Aber da sind wir natürlich auch in der westlicheren Welt, in Europa sehr privilegiert. Es gibt ja durchaus noch Länder auf dieser Welt, wo das anders ist und wo man sich sehr gut hineinfühlen konnte. Oder auch das Thema Homosexualität, und dann kam ja auch dieser Konflikt Ost und West, also wie dann auch die Mauer sozusagen im Bauen ist, diese Trennung von Berlin, und was das einfach für Konflikte auch mit sich gebracht hat und wie sich dann jemand eben auch hinter einer Ehe verstecken musste, obwohl er eigentlich dem gleichen Geschlecht angetan war. Und das ist so traurig und tragisch, dass das so war. Oder was manche sogar noch heute so empfinden, das so tun zu müssen. Also wirklich eine Serienempfehlung von mir. Also kann man sich wirklich wunderbar anschauen und hat auch wirklich tollen Tiefgang, tolle Charaktere, tolle Geschichten und wirklich ein ganz, ganz tolles Bild. Und das war es soweit jetzt auch mit dem Geschauten. Ich überlege noch, ob es irgendwas gibt. Auf meinem Notizzettel steht jetzt nichts weiter. Nächste Woche geht es dann eben weiter mit der Bücherwoche und die umfasst dann 2 Bücherwochen. Es gibt ja dann auch diese Woche den Hangout mit der lieben Anita zum Thema Metal Yoga und Human Design. In der letzten Woche gab es ja den Neuerscheinungs-Hangout mit der lieben Anka. Da könnt ihr ja gerne auch nochmal reinschauen. Und ich glaube, ich bin soweit durch. Ich gucke mich so ein bisschen um. Ja, Bücherregale habe ich ein bisschen rumsortiert, aber das mache ich ja durchgängig öfter mal. Nee, ich glaube, ich habe nichts,
weiter, was ich noch erzählen möchte. Ich bin jetzt irgendwie froh, dass der März rum ist. Ich hoffe, dass der Frühling uns erhalten bleibt und ja, man jetzt im April einfach ein bisschen mehr raus kann und Sonne tanken kann, was einfach gut auch fürs Gemüt ist. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Ich bin natürlich neugierig, was ihr vielleicht für ein Highlight im März gelesen oder geschaut habt. Schreibt das gerne in die Kommentare. In der Infobox findet ihr alle Bücher. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.